So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ja, heute geht's auf jeden Fall weiter mit dem Computer gegen Computerkampf. Wir haben nur noch 4 Reihen. Ist gar nicht mehr so viel. Ja, wir haben noch die, die und die. Hier muss ich jetzt einmal ganz kurz noch gucken. Okay, gut, das wollte ich nur wissen, weil wenn wir jetzt hier die Super Saiyan 5 hätten, in die wir uns hier verwandeln können, das wäre ja Quark dann. Aber wir fangen heute auf jeden Fall an mit Son Goku Super Saiyan 4 und 5. Die werden heute auf jeden Fall spielen. Wie gesagt, ist ja ein Computer gegen Computerkampf. Und ja, wir nehmen natürlich jetzt jeden Charakter hier erstmal einzeln. Und ja, ich bin jetzt erstmal noch am Überlegen, gegen wen wir den denn antreten lassen. Ja, Super Saiyan 4 ist ja schon ein Charakter, wo man sagen muss, der ist auf jeden Fall schon recht nice. Also man könnte natürlich sagen, jetzt wir kennen den Super Saiyan 4 gegen Super Saiyan Blue und lass uns das auch einfach machen, komm. Und natürlich der Super Saiyan 5 gegen Ultra Instinct, was auch sonst. Ja. Ich werde jetzt in Zukunft hier nur noch die Cell Arena nehmen, aus dem Grund, weil... Ja, weil die anderen Maps so ein bisschen buggy sind, ist wie gesagt eine alte Version. Ich habe natürlich noch neuere Versionen. Ja, am Ende, wie gesagt, dranbleiben. Ich zeige euch am Ende natürlich noch alle Attacken, alle Ultis von Goku Super Saiyan 4 und natürlich auch 5. So, der Kampf geht los. Was denkt ihr, wer von den beiden am Ende als Gewinner dastehen wird? So. Ja, Son Goku hat hier sogar als Super Saiyan 4 noch dieses AF-Outfit. Wer jetzt nicht weiß, was AF ist, also am besten einfach mal googeln. Ist wie gesagt eine sehr alte Version und gut, dafür kann er sich auch in Super Saiyan 5 verwandeln. Und kriegt gerade natürlich schön Klatsche, wollte ich gerade sagen, aber er wollte sich wehren, aber Super Saiyan Blue hat natürlich ausgewichen. Ist ja sowieso immer so, da streitet sich die Community ja auch immer sehr viel. Wer ist stärker, Super Saiyan 4 oder Super Saiyan Blue? Ja... Klar, man könnte jetzt sagen, so Dragon Ball Heroes löst das eventuell auf, aber ja, Dragon Ball Heroes ist ja halt auch nur, ja, ist halt keine richtige Sache, sag ich jetzt mal. Also man kann nicht sagen, dass beide gleich stark sind. Ich will da jetzt auch, wie gesagt, hier keine Diskussion auslösen, ob jetzt Super Saiyan 4 oder Super Saiyan Blue der stärkere ist. Man weiß es nicht. Ist genau die gleiche Diskussion, wie wer stärker, Vegeto oder Gogeta, kann man auch nicht sagen. Das kann nur der Entwickler von Dragon Ball sagen. Und ja. Ich sag mal so, Vegeto war übelst stark gegen Zamasu und Gogeta war übelst stark gegen Broly. Aber wer jetzt von den beiden stärker ist, das kann ja kein Schwein sagen. Okay, ich merke schon, wird auf jeden Fall wieder ein lustiger Kampf. Mal führt der eine, mal führt der andere. Solche Kämpfe liebe ich ja, wenn das so ist, dass... Mario der eine führt, dann wieder der andere. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wer hier gleich als Gewinner dasteht. Also ich sag mal so, Super Saiyan Blue Goku, genauso wie Super Saiyan 4 Goku, haben natürlich auch die Möglichkeit, sich zu verwandeln. Naja, ich mache das ja jetzt hier nicht. Also das sind, wie gesagt, Computerkämpfe. Das werden wir auch noch bis zum Schluss durchziehen. Und klar, Goku und Vegeta könnten sich auch fusionieren zu Vegeto oder Gogeta, Super Saiyan 4. Aber die nehmen wir als Einzelcharakter und ja. Aber das ist ärgerlich, dass da jetzt noch ein Kiebällchen getroffen hat. War Super Saiyan Blue zieht gerade recht guten Damage, guck mal. 5000. Oh, Son Goku powert sich auf. Bin schon mal gespannt, welche Version wir als nächstes spielen werden. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, also ich weiß ja nur, dass ich noch 40 weitere Versionen habe. Ich habe die aber alle sortiert mit Nummern. Das ist zum Beispiel jetzt Nummer 0. Dann haben wir Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla bla bla. Ich habe insgesamt noch 45 Versionen. Also wie gesagt, ihr könnt euch schon mal drauf freuen.
und auch viel, viel, viel weiteren Content zu Tenkaichi 3. Also davon haben wir noch genügend zu tun. Natürlich werde ich das jetzt nicht so lange machen wie dieses Projekt hier. Das war jetzt ein Projekt, wo ich sagen muss, das war echt lang. Aber wir gucken mal. Und Super Saiyan 4 zieht gerade echt die kürzeren. Ah, traurig. Mach doch deine Ult. Aber der Super Saiyan 4 spielt auch wie so ein Bot. Ist ja ein Bot, aber spielt gerade recht schlecht. Will ich damit nur sagen. Boop. Aber wie gesagt, am Ende zeige ich euch nochmal alle Attacken von Super Saiyan 4 und Super Saiyan 5. Und mal gucken, ob sich da was Großartiges geändert hat. Oh ja, Son Goku powert sich jetzt auf. Son Goku hat, glaube ich, Schnauze voll. Also Super Saiyan 4 Goku. Ja. Er hat auf jeden Fall wieder gut aufgeholt, der Junge. Hier sowieso so ein... Ja, so ein, sag ich jetzt mal, so ein Traumkampf, was sich viele wünschen, aber... Ja. Ich sag mal so, wie gesagt, in Dragon Ball Heroes gab es das ja Super Saiyan 4 gegen Blue, aber... Ja, das kann man nicht so vergleichen. Das ist ja nichts Offizielles, sag ich jetzt mal. Das ist ja wirklich nur Promotion für dieses Arcade-Game. Okay, Super Saiyan 5 kommt. Aber der spielt genauso kacke. Wir haben ja, wie gesagt, noch einiges hier zu tun. Also wir haben noch 4 insgesamt Reihen. Heißt also Super Saiyan 4 Reihe. Dann kommt noch die Super Saiyan 5 Reihe. Dann, ach, die Evil Reihe kommt noch. Also ein bisschen haben wir noch. Jetzt bin ich sauer. Sogar mal ein deutscher Move, das wundert mich ja. Oh, schöner Move. Ah, schade, dass sie nicht getroffen hat. Aber der Super Saiyan 5 zieht doch ganz schön gut. Also, bisher muss ich das sagen, dass der recht gut zieht. Und Ultron Sting kommt. Trifft er? Jo. Man kann auch jetzt nicht sagen, unbedingt ist Super Saiyan 5 stärker als Ultron Sting. Ich denke mal, die haben sich auch den Ultron Sting so ein bisschen bei der AF-Version abgeguckt, weil wirklich viele, sehr viele sind Fans dieser AF-Serie. Das ist ja Super Saiyan 5 und Psycho und ich denke mal, dass die Ultron Sting so ein bisschen von den Haaren her sich abgeguckt haben. Natürlich nur von der Haarfarbe. Aber es, ja, ist jetzt kein Beweis, dass es unbedingt dass es wirklich so ist. Und die Welt macht Boom. Ich schätze mal auch Son Goku, also Ultron Sting ist nicht Son Gokus letzte Form. Ja, viele sagen auch, Ultron Sting ist ja eine Technik. Aber das ist halt nicht seine letzte. Das ist nicht halt seine Endstufe, sage ich jetzt mal so ganz doof. Da kommt 100% noch irgendwie was Ultron Sting 2 oder was weiß ich. Ultron Sting Kaioken oder irgendwie so eine, irgendwie was wird da kommen.
Und ja, mein Team verlor gerade ganz schön hart. Die Armen. Aua. Ja, aber Ultron denkt, ja, gibt ihn aber gerade richtig. Der arme Super Saiyan 5. Oh, Genki-Dama. Ah, zu spät eingesetzt. Gut. Aber ich glaube nicht, dass Super Saiyan 4 und 5 das noch aufholen. Das wird auf jeden Fall sehr schwer. Auch wenn Super Saiyan 5 eine coole Ult hat, falls wir die noch sehen sollten. Genki-Dama. Oh, gut ausgewichen. Ja, das ist die Ult. Ich finde, die sieht schon cool aus. Aber ich glaube, mein Team wird das auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Schade eigentlich. Was will man machen? Auch wenn Super Saiyan 5 sich noch wehren will, möchte, aber ich glaube, das hat nicht mehr viel Sinn. Ja, auch Super Saiyan 4 ist sehr, sehr geschwächt. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen verschnellert, weil ich denke mal, dass unser Team, ja, ich sag mal so, wir haben nicht mehr viel Hoffnung, aber es kann sich natürlich noch drehen, aber wir machen das jetzt mal so ein bisschen schneller. Ich sag mal so, man sieht halt, dass das ein bisschen schneller läuft, aber nicht zu schnell, sage ich jetzt mal. Man kann es immer noch gut mitverfolgen. Alter, schöner Damage. Jetzt haben wir zwei Super Saiyan 5, warum auch nicht? Und zum Schluss holen die jetzt noch ganz gut auf, diese Super Saiyan 4, 5. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, das war jetzt aber wenig Damage. Oh, 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 was? Leute, unsere Dingens da, Super Saiyan 5, ja, wollen auf jeden Fall noch gewinnen, glaube ich. Das ist jetzt echt ein Wunder, dass die jetzt noch so aufholen. Also, deswegen, ich sage, das habe ich ja schon 100-mal erklärt, aber deswegen liebe ich diese CPU gegen CPU-Kämpfe. Es ist sozusagen mal... Mal ist es so, dass der eine führt, dann führt der andere wieder. Und diese Wendung einfach ist einfach wirklich interessant. Gerade dachte ich zu 99%, dass wir auf jeden Fall verlieren werden. Jetzt sieht es aber ganz, 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 ganz anders aus. Und es ist wirklich cool. Und ja, die Super Saiyan 4 und 5 haben noch gewonnen. Krass. Das gefällt mir. So, wir gehen jetzt natürlich noch im Trainingsmodus. Also ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt noch gewinnen. Naja.
Ich muss auch sagen, die macht ja auch nicht so wenig Damage, ne? Aber wirklich. Das war ein cooler Kampf wieder. Hat mir sehr gut gefallen. So werde ich das wahrscheinlich auch weitermachen. Heißt also, wir machen im nächsten Kampf natürlich Super Saiyan 4, 5 Vegeta gegen. Dingens da. Super Saiyan Blue Vegeta und Blue Evolution Vegeta natürlich. Also Schaden für den Super Saiyan 5 ist auch gar nicht mal so übel. Zack. Ja, ich werde mich schon mal bei euch verabschieden, bevor wir die letzte Attacke einsetzen. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder einmal gefallen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es weiter mit Vegeta Super Saiyan 4 und 5. Ja, seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein und tschüss.